Wenn du dich nicht untersuchen lassen möchtest, dann ist das okay, ja. Es war kein Grund, gleich so rumzu... Also, nee, so nicht. Nee, dann machen wir was anderes. Okay. Also, nee. Der Rufus stellt sich wieder an, Leute. Ich hab's euch gesagt. Dann machen wir was anderes, ja. Moin erstmal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute... erstmal entschuldige ich mich für diesen interessanten Einstieg. Nein, heute haben wir ein bisschen was anderes vor. Es geht in die Richtung der Menschen. Falls ihr von Twitter gerade kommt und euch wundert, wo ist denn der Robert? Nein, der ist heute nicht hier, sondern der hat eine Menge zu tun und hat sich für heute deswegen entschuldigt. Daher meine Wenigkeit. Und wie es bereits im Titel steht, werden wir heute etwas Adobe Dimension uns anschauen, die ersten Schritte. Das heißt, Ziel des heutigen Streams soll sein, dass jeder von euch ein erstes Bild, vielleicht auch zwei, in Dimension erstellen kann und weiß, wie man von dort aus, naja, sich weiterentwickeln kann sozusagen. Und auch erstmal ein Hallo an den Chat. Wie immer, falls ihr irgendwo anders zuschaut, kommt auf jeden Fall vorbei. Der Live-Chat befindet sich auf behance.net/live/de. Dort lese ich den Chat. Den YouTube-Chat sehe ich da nur ganz am Ende im Augenwinkel. Das heißt, am besten kommt hier auf diesen Chat herüber. Dann sehe ich eure Fragen. Und da sehe ich auch schon ein paar Leute. Der Jürgen und Karina, Tanja und Sir Ecki und Dirk. Einen wunderschönen guten Tag. Wie geht's euch? Wie war euer Wochenende? Ist ja gut in die Woche reingekommen. Meine Güte. Ach ja, und bevor ich es vergesse, wir haben ja noch eine Umfrage, die sollte ich unbedingt erwähnen. Und zwar ging es darum, dass für manche von euch ja die 16 Uhr Streamingzeiten nicht so günstig waren. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, machen wir mal eine Umfrage. Und den Link dazu findet ihr im Discord. Den Link zum Discord findet ihr in der Videobeschreibung. Den Link zur Videobeschreibung habe ich gerade eingeblendet. Behance, ne? Da ist er. Das heißt, unbedingt abstimmen, denn ich darf es zwar eigentlich keinem sagen, aber wir haben einen Gleichstand. Die beiden populärsten Einträge, ich verrate natürlich nicht welche, sind genau gleich. Das heißt, falls ihr noch nicht abgestimmt habt, hey, jetzt wäre die Gelegenheit. Ja, also macht's auf jeden Fall. Da ist noch eine zweite Frage drin, da geht es um die Themen und da habe ich auch schon mal reingeguckt, da steht, dass ihr euch mehr technische Streams wünscht. So ein Zufall. Genau, das machen wir heute. Genau. Wo habe ich Robert versteckt? Ich weiß nicht, das bestimmt hier. Der hängt irgendwo rum. Ah, da ist er. Warte. Hallo. I like it. Super. Judy, dann würde ich sagen, verschwinden wir gar keine weitere Zeit. Gehen wir direkt mal rüber auf meinen Bildschirm. Wo ist er denn? Da. Muss ich alles alleine machen heute, das ist eine Frechheit. Genau, das brauchen wir heute nicht. Nein, heute geht es um uns, um Dimension. Und wie als ein Profi, der ich bin, habe ich es noch nicht einmal geöffnet. Hervorragend. Ändern wir das da direkt mal. Da haben wir es, Dimension. Ein paar Worte zum Interface an sich. Bei einigen von euch wird es minimal anders aussehen, nämlich in hell. Ich habe es mit dunkel gemacht, damit meine Augen ein bisschen geschont bleiben. Ich finde die Umfrage nicht. Schau mal im Discord. Kann ich den Discord öffnen? Das ist die Frage. Ja, kann ich. Okay. Ich bringe mal rüber. Zack. Schau mal im Discord hier unter Adobe Live News. Da ist der Link hier. Da drauf drücken. Das sind zwei Fragen. Daumen geben. So. Da drauf drücken sind zwei Fragen und dann sollte das auch funktionieren. Okay. Weg mit dir. Whip. So.
Zurück zu Dimension. Genau, ich habe es mir das ein bisschen dunkler gemacht. Falls ihr das auch tun wollt, das geht in den Voreinstellungen super easy. Da haben wir hier hell und dunkel. Auf Deutsch habe ich es gestellt, weil sonst wird das heute ein bisschen schwierig. Hier, das habe ich auf komprimiert gestellt. Den Rest, da könnt ihr euch mal durchklicken. Die einzige Sache, die noch für mich jetzt relevant ist, man kann hier einstellen, das ist später wichtig, aber nur für die Leute, die es interessiert, ob man mit der CPU, also eurem Prozessor, oder mit der GPU, also eurer Grafikkarte, rendern wollt. In meinem Fall habe ich aufs CPU gestellt, weil ich habe das mal ausprobiert. Meine CPU, die ist schneller als meine Grafikkarte. Normalerweise ist das andersrum, ja. Aber in dem Fall soll es wohl die CPU sein. Das nur nebenbei, das, da kümmern wir uns am Ende nochmal drum, wenn es darum geht, das zu rendern. Da wird es nämlich wichtig. Für den Fall ist es aber absolut okay. Dann vielleicht ein paar Worte noch zu den Systemvoraussetzungen. Denn Dimension ist ein 3D-Programm. 3D heißt Menge Rechenarbeit, Menge Aufwand für euren Computer. Das heißt, mit einem MacBook Air werdet ihr vielleicht nicht allzu weit kommen. Daher habe ich einmal die Systemvoraussetzungen im User Guide nachgeschlagen. Da sind sie. Das heißt, schaut mal hier rein. Ich habe zum Beispiel hier unter Windows, Windows 10 habe ich, alles klar. Ein Intel Core i7, ich weiß gar nicht, was ich habe. Mal sehen. Task Manager öffnen, Leistung, CPU, da könnt ihr das sehen. Aha, ein i9, also alles gut. Dann mindestens 16 GB RAM, ich habe 32, eine GTX 2060, ich habe eine 2070, super. Grafikspeicher, ja, der Rest. Also einfach mal durchschauen. Natürlich gibt es das auch für macOS. Schließen wir mal den Task Manager. So. Mit den Empfohlenen könnt ihr eigentlich ganz gut fahren. Da gibt es noch ein paar Sachen, die hier nur für weitere Sachen Voraussetzungen ist und so weiter. Welche Grafikkarten unterstützt sind. Meine steht anscheinend gar nicht drin. Das ist ein Grund, warum es nicht funktioniert. Jetzt weiß ich es. Okay. Guti. Dann schaut euch das an, diesen Link, dafür findet ihr auf der Produktseite von Adobe Dimension. Da hat man, wo haben wir es hier, ich glaube unter Training und Support oder so ähnlich. Da findet man das, oder einfach mal googeln, Dimension Benutzerhandbuch findet man sofort, so habe ich es auch gemacht. Ah, super easy. Schönen Tag, guten Tag. Hi Matthias, grüß dich. Hallo Stefan, bin nochmal wieder da. Hallöchen, Popöchen. Okay, gut. Dann, genug gelabert, steigen wir endlich in Dimension ein. Also weg mit dir. So, da haben wir's. Ich möchte jetzt in Dimension ein erstes Projekt öffnen. Bevor ich das tun kann, werde ich mit diesem formschönen Startbildschirm begrüßt. Da haben wir hier oben Willkommen in Dimension. Dann haben wir hier noch so an der interaktiven Tour teilnehmen. Da gibt es ein paar tolle Sachen. Die sind an sich ziemlich cool, weil, wenn ich mich recht erinnere, werden euch da auch Materialien bereitgestellt. Das heißt, ihr könnt mit den Sachen direkt mitarbeiten. Machen wir jetzt mal nicht, weil ich will ja euch nicht die Tour durchklicken. Das wär ein bisschen langweilig. Also hier gibt es ein paar Tutorials, die sind auch schon kurz. Machen wir jetzt nicht. Wir starten ein neues Projekt. Und zwar gibt es da zwei Möglichkeiten. Ich kann einmal hier Datei neu oder auf diesem Knopf hier, Datei neu oder Datei neu mit Einstellungen. Ich in meinem Fall nehme jetzt einmal neu mit Einstellungen. Der Grund dafür ist, jetzt kommt nämlich ein tolles Fenster und in diesem Fenster steht drin, was ich in meinem Projekt anpassen kann. In dem Fall wäre das die Größe, ich kann die Maße anpassen und das Ganze noch als Standard festlegen. Standardmäßig ist nämlich der Menschen nur für eine Größe von 1024x768. Das ist ein Bildformat von 4:3. Die meisten Bildschirme aber sind ja 16:9 oder 9:16. Deswegen ändere ich das einfach mal geschickt in 1920 mal, na wer weiß es, 1080 Full HD. Ja. Pixel, ja das ist okay. Falls ihr Sachen für den Druck bereitstellen wollt, dann geht hier auf Zentimeter oder Zoll, dann könnt ihr hier unten noch die Auflösung einstellen. Da ich die Sache für heute aber nicht drucken möchte, überspringe ich das mal geschickt und gehe direkt weiter in die Szeneneinheiten. Ne? Zentimeter, Meter, Millimeter, Zoll, Fuß, Yards, alles was das Messherz braucht. Ja, Zentimeter ist für den Fall ausreichend. Man kann in Dimension auf echte Zentimeter arbeiten. Stellt euch vor, ihr wollt einen Raumplan machen für euer nächstes Homeoffice. Und da macht ihr in Dimension den Grundplan und baut euch da so Möbel rein. Ne? Dann könnt ihr die in Echtgröße
rendern und genau sehen, wie das passt. Für die Masterclass heute ist das eher weniger relevant, da wir uns eher um abstrakte Sachen kümmern. Also ist in dem Fall Zentimeter vollkommen okay. Ja, als Standard festlegen, ja bitte, ich will das nicht jedes Mal neu einstellen müssen. Und dann sage ich erstellen. Dann denkt der Mensch eine Runde. Und da haben wir es auch schon. So, Hand hoch, wer kennt dieses Interface noch nicht? Wer hat es noch nie gesehen? Meldet euch mal bitte jetzt hier. Ja, eins, zwei, drei, alle, alles klar. Dann erkläre ich das mal kurz, was wir hier alles jetzt vor uns haben. Das Interface ist in vier Bereiche eingeteilt. Da haben wir links die Symbolleiste, dann die Elemente, dann den großen Arbeitsbereich und rechts die Einstellungspanels, Fensterteile. Ne? Also da, was man einstellen kann. Ach ja, und oben natürlich noch die, wie hieß das, die nicht die Symbolleiste, die, na, wusste ich mal, verdammt, der Name fällt mir gerade nicht ein. Hier ist auch noch eine Leiste. Was ist die Transportleiste? Er steht im Handbuch. So. Ich muss nicht wissen, wie sie heißt. Ich muss nur wissen, was sie tut. Okay. Und der Verlauf, also der Arbeitsverlauf im Dimension ist denkbar einfach. Ich habe links meine Elemente, die ziehe ich in die Mitte rein und bearbeite die dann rechts. Ja, ganz einfach. Das heißt, fangen wir doch direkt mal mit einem sehr einfachen Element an, der Kugel. Das heißt, ich kann entweder klicken und ziehen, dann taucht das hier so auf, oder ich kann auch einmal draufklicken, dann landet sie direkt drin. Ne, wie auch immer. Dann habe ich jetzt hier in der Mitte den Arbeitsbereich. Vielleicht ein paar Worte zum Arbeitsbereich selbst. Denn Dimension, wir erinnern uns, ist ja ein 3D-Programm. Der Bildschirm ist aber nur 2D. Das heißt, wir können immer nur eine Perspektive gleichzeitig sehen. Wie können wir uns da am besten hin und her navigieren? Denn es könnte sein, dass wir vielleicht mal von einer anderen Perspektive auf diese Kugel schauen wollen. Gut, Kugeln sind jetzt perspektivisch relativ uninteressant. Vielleicht sollten wir doch was anderes nehmen. Weil die Kugel sieht von jeder Seite gleich aus. Nehmen wir mal einen Würfel. Ja, perfekt. Diesen Würfel. Wie kann ich mir denn jetzt von der anderen Seite angucken? Ich kann ja schlecht drum rumlaufen. Nein, stattdessen nutze ich die Transportwerkzeuge auf der linken Seite. Da haben wir hier eine Menge. Unter anderem haben wir das Orbit-Werkzeug oder wie es auf Deutsch heißt, das Kamera-Kreisen-Werkzeug. Dafür gibt es ja auch Tastatur-Kurzbefehle. Und wenn ich also mit dem rechten Maustaste oder mit der Taste 1 mich jetzt bewege, seht ihr, ich kann mich um diesen tollen Würfel herum bewegen und mir den von allen 6 Seiten anschauen. Ja, kann so meine Kamera platzieren, meinetwegen, ich möchte mir jetzt hier von hier unten angucken, so, boah, Wahnsinn. Dann kann ich mir von unten angucken. Dann möchte ich vielleicht die Größe ändern, das heißt, ich möchte näher rangehen, ich möchte weiter weggehen, dafür gibt es das Dolly-Werkzeug. Das ist hier, dieses da, wie heißt es auf Deutsch? Dolly-Werkzeug, ne, wer jetzt gedacht. Kann ich anklicken. Und dann kann ich mich vorwärts und zurück bewegen. Ist das nicht toll? Ne? Ich kann auch stattdessen einfach mit dem Mausrad scrollen. Das geht auch. Also, ich fasse mal zusammen. Rechtsklick zum Bewegen. Scrollen. Ja? Und jetzt kommt noch der Knüller mit dem mittleren Mausrad. Also, wenn ihr ein Mausrad habt, drückt das mal auf Windows. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das auf Mac funktioniert. Dann müsstet ihr mal hier wahrscheinlich den Kurzbefehl dafür verwenden. Dann könnt ihr die Kamera so bewegen. Das heißt, ihr könnt es so verschieben. Und mit diesen drei Funktionen kann man sich quasi durch die gesamte 3D-Welt bewegen und so aus jeder Perspektive auf diesen formschönen Würfel einen genaueren Blick drauf werfen. Okay, falls ihr übrigens Fragen habt, immer her damit. Ich schaue wie immer auf den YouTube-Chat. Ich schaue auf den Behance-Chat. behance.net/live/de. Also, wir haben gelernt, wie können wir uns bewegen. Es gibt ja noch ein paar andere Werkzeuge, die sich versteckt halten dahinter. Die brauchen wir meistens nicht. Zumindest ich habe sie noch nicht gebraucht. Es gibt ein ziemlich cooles, das ist das Stativwerkzeug. Da ist, wer hätte gedacht, die Kamera wie auf einem Stativ. Das heißt, ihr könnt dann hin und her schwenken. Ja. Okay, das ist vielleicht praktisch, wenn ihr einen festen Punkt in einem 360-Grad-Panorama euch definiert habt und einfach nur hin und her gucken wollt. Da der Menschen aber noch keine Animation unterstützt, ist es vielleicht nicht ganz so hundertprozentig relevant. Aber es ist da. Ne? Mehr Optionen sind ja immer gut. Und es gibt ja noch ein paar andere. Man kann den Horizont noch ändern, man kann die Kamera noch so drehen. Das brauche ich eigentlich eher in den seltensten Fällen. Ne? Ja, also ich brauche es nicht.
Aber, huch, nein. Nein, ja, so. Ich brauch's nicht, aber es ist halt da. Dann kann ich mich so mit dem Tier drehen. Das ist nicht toll. Wahnsinn. So. Drehen wir wieder zurück, denn wir wollen ja nicht seekrank werden. Okay, cool. Dann gehen wir mal wieder zurück auf den hier. Achso, übrigens, eine Sache. Falls ihr euch mal mit der Kamera total verhauen habt, ja, also ihr habt hier irgendwie so, pass mal auf hier. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Es ist ja ganz weit entfernt. Der Würfel ist irgendwo weg. Das ist ja grauenhaft. Kein Problem. Ihr könnt jederzeit die Kamera rückgängig machen. Den letzten Schritt also, das ist quasi, das habe ich gerade eben versucht mit Steuerung Z. Damit würdet ihr natürlich die Objekte rückgängig machen. Das wollte ich ja nicht. Ich will die Kamera rückgängig machen. Oder ihr könnt sagen, zur Startansicht wechseln. Ja, dann sind wir wieder am Anfang. Sehr hilfreich. Weiterhin kann man auch, wenn man mehrere Objekte in einer Szene hat, denn bis jetzt haben wir nur ein einziges, dann kann man auch sagen, ja, alle bitte einfügen und die Kamera zurücksetzen. Dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Gibt auch ein paar voreingestellte Kameraansichten, zum Beispiel von oben, von da vorne, von links, rechts, ne, und so weiter. Ja, wäre es halt, manchmal kann das ganz sinnvoll sein. Stellt euch vor, ihr habt einen Raumplan, wie eben schon erwähnt. Dann wäre es ja toll, wenn man den genau perfekt von oben angucken könnte. So, wo ist der Würfel? Da ist er. Den kann ich hier mit der mittleren Maustaste hin und her. Super Sache. Okay, also setzen wir mal wieder zurück. Da sind wir. Und jetzt kann ich wieder wie gewohnt hin und her mich hin und her bewegen. Okay, dann schaut mal kurz in den Chat, ob es da bereits dazu Fragen gibt. Alle hier, wie schön. Ach, grüß dich, Tanja. Ja, ja. Hier ist ja was los. Alle da. Die ganze Familie ist da. Aha. Ah, Happy Monday, genau. Wie kann man Grafiken auf ein Objekt platzieren, ohne dass es mitskaliert, wenn man Objekte skaliert? Um Grafiken und alles, da kümmern wir uns gleich nochmal drum. An dieser Stelle, so weit sind wir doch noch gar nicht, meine Güte. Kann man den Würfel auch modellieren und ein neues Objekt daraus formen? Nein, das ist vielleicht eine gute Sache, die ich noch gar nicht angesprochen habe. Ich gucke mal, ob noch andere Fragen davor wichtig kommen, bevor ich die beantworte. Genau, modellieren geht in Dimension nicht. Warum geht das nicht? Das hat einen Grund. Dimension ist dafür gedacht, dass ihr bereits fertige 3D-Modelle anpassen könnt, ein bisschen, zum Beispiel Materialien anpassen, Aufkleber draufpacken, ja, die arrangieren, beleuchten, aber nicht zum Modellieren. Und warum nicht? Naja, weil Dimension soll wirklich nur zum Arrangieren, zum Präsentieren, für Mockups sein, nicht zum Modellieren. Das wäre viel zu viel. Wenn ihr mal ein 3D-Programm öffnet, wie, was weiß ich, Blender zum Beispiel, ne? Ich habe das mal aus Spaß gemacht gestern, das ist ein riesen Wust an Reglern, Buttons, Sliders, Knöpfen, Hebeln, ne? Da kommt man nicht hinterher. Und das ist nicht gerade einsteigerfreundlich. Und der Mensch soll einsteigerfreundlich sein. Er soll den Weg in die 3D-Welt für Leute eröffnen, die das bisher noch nicht geschafft haben oder einfach sich nicht dran trauen, in die 3D-Welt einzusteigen, weil das immer so als, ah, da bräuchte ich doch mindestens 15 Jahre Bachelor-Ausbildung, ne? Für den Menschen nicht. Nein, es soll einfach sein und daher geht 3D-Modeling nicht. Ihr könnt auch keine eigenen Modelle selbst erbauen. Das heißt, ich könnte mir zum Beispiel keinen Polygon, aus Polygonen was zusammenbasteln. Das geht nicht. Das heißt aber nicht, dass der Mensch nicht flexibel ist. Was ich damit meine, kommen wir gleich darauf zu. Okay. Genau, wenn man wirklich modeln möchte, dann gibt es dafür eigene Programme. Zum Beispiel hat Adobe ja auch Substance Painter. Da kann man sich auch ein bisschen mehr einsteigen. Und ja, es gibt ja unzählig viele. Cinema 4D zum Beispiel, bei After Effects ist es ja mit dabei. Blender als kostenlose Alternative. Der Vorteil davon ist übrigens, dass der Menschen auch die Modelle von Blender unterstützt. Das heißt, ihr könnt in eurem Lieblings-3D-Programm ein Modell erstellen und das hier einfach importieren. Oder falls ihr einen Kollegen oder eine Kollegin habt, die sich nicht damit auskennt, könnt ihr denen das Modell schicken und dann können die das selber rendern. Oh, genial. Ha. Okay, gut. War noch eine Frage drin. Seekrank wird man nur, wenn man zu viel Teichwasser trinkt. Ist das ein Euphemismus? Teichwasser. Okay, was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Wir haben jetzt unser erstes Objekt in Dimension zusammengeklöppelt. Super Sache. Nun ist dieser Würfel aber relativ grau, langweilig und nicht wunderschön anzusehen. Nichts gegen graue Würfel, Beton ist toll, aber dieser ist es nicht.
Deswegen würde ich gern einmal ein paar Materialien drauflegen. Nehmen wir mal statt des Würfels vielleicht doch über die Kugel, die sieht irgendwie cooler aus. Und nun packen wir mal unsere ersten Materialien drauf. Was ist ein Material? Nun, ein Objekt hat eine Oberfläche. Und diese Oberfläche hat bestimmte Eigenschaften. Zum Beispiel ist diese Oberfläche durchsichtig oder glänzt diese Oberfläche wie, ein Glas, ne? Ja, so, glänzt diese Oberfläche. Hat die denn einen metallischen Charakter, wie dieses Ding hier zum Beispiel, ne? Oder hat die einen besonderen Brechungsindex, dass man da durchgucken kann? Oder, ne? Also und so weiter, ihr wisst, was ich meine. Das heißt, wir können diesem grauen Material, was so relativ eintönig aussieht, Leben einhauchen, indem wir Materialien draufpacken. Wie geht das? Nun, zwei Möglichkeiten. Ich kann hier Doppelklick drauf machen, auf die Kugel. Oder ich kann auch hier sagen, ne? Dann landen wir im Material-Editor. Es gibt zwei Materialien. Es gibt das Adobe-Standard-Material und es gibt eine Substanz. Warum Substanz? Kommen wir gleich drauf zu. Fangen wir erstmal an mit dem Adobe-Standard-Material. Beton ist toll. War Tim zu lange im Keller? Ja, vielen Dank. Ich habe doch hier Licht. Guck mal. Ne? Haben sie mir Licht angemacht? Ist das nicht toll? Genau, Adobe Standard Material. Was ist ein Adobe Standard Material? Ein Adobe Standard Material hat genau diese Optionen hier. Ich kann einstellen, wie sichtbar dieses Objekt ist, ob es durchsichtig ist, denk an Glas. Ich kann die Rauheit einstellen, hat dieses Objekt glänzt es oder ist es relativ rau, wer hätte es gedacht. Ich kann einstellen, ob es metallisch sein soll. Ja. Ich kann einstellen, ob es leuchtet. Das ist, wenn ihr ein Licht bauen möchtet zum Beispiel. Und das war's auch schon ziemlich. Da kommt noch hier noch ein bisschen Lichtdurchlässigkeit. Das ist wichtig, wenn ihr genau... Oh, guck mal, mit Vorschau ist das nicht toll. Das ist wichtig, wenn ihr Glas machen wollt. Dann ist das eine coole Sache. Überspringen wir jetzt mal für den Teil. So. Basteln wir also mal unser erstes Material. Geben wir dem Objekt zunächst eine Farbe. Zum Beispiel, wie wäre es denn mit Dimension Grün? Ne? Zap, da haben wir es. Ja, also selten hübsch. Ja. Jetzt habe ich eben eine Farbe verpasst. Ich kann die Farbe noch versetzen. Das ist jetzt eher irrelevant. Und wiederholen kann ich die Farbe auch. Das bringt was, wenn ihr Texturen einbauen wollt. Kommen wir gleich dazu. Wichtiger ist jetzt aber die Deckkraft, Rauheit, metallisch. Metalligkeit, metallisch, also ne, ob es Metall ist. Und der Schein. Also, schauen wir uns mal die Rauheit an. Denn ich würde gerne eine glänzende Kugel machen. Ist ein bisschen so wie eine Weihnachtskugel vielleicht. Ja, guck mal, ist das ist selten hübsch. Bisschen metallisch vielleicht. Ja, guck mal. Sieht das nicht traumhaft schick aus? Wahnsinn. Okay, leuchten? Nee, leuchten soll sie nicht. Das muss jetzt nicht so sein. Und durchsichtig soll sie auch bitte nicht sein. Wir wollen ja keine Seifenblase machen. So, da haben wir unser erstes tolles Material. Ich bin stolz auf mich. Genau, dieses Material kann man natürlich anpassen. Ne? Also es gibt unzählig verschiedene Möglichkeiten, aus diesem Material etwas Eigenes zu machen. Zum Beispiel... Könnte ich mir hier so und dann so, na, und dann so, vielleicht so ein Gold, eine Gold-Color könnte ich mir hier machen. Ich könnte mir natürlich auch etwas aufbauen, was nicht so glänzt. Ja, so, und vielleicht da mal ein, was rot, na, eine Ampel. Ist das nicht schön? Und die leuchtet natürlich auch. So. Ein Traum wird wahr. Ne? Also das Prinzip dahinter sollte hoffentlich relativ einleuchtend sein. Ich kann mit den Reglern die Materialeigenschaften anpassen. Nun, vielleicht möchte ich ja nicht immer mit diesen Reglern das selber basteln. Vielleicht möchte ich auch einfach ein paar Vorgaben nehmen. Und wer hätte es gedacht, Adobe Dimension liefert natürlich Vorgaben. Ich klappe das mal hier alles zu, weil ich will ja noch nicht alles spoilern. Ich könnte auch hier oben filtern. Das sind diese Starter-Elemente. Können auch eigene Bibliotheken nehmen, wenn ich das denn möchte. Und jetzt sage ich mal hier, ja, Adobe Standard Materialien. Und da gibt es bereits welche, die für mich angelegt wurden. Die sind standardmäßig mit dabei.
Und da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, ich hätte gerne eine Kunststoffkuller. Na? Oder ich hätte gerne eine Mathekugel oder eine aus Glas. Ja, ist das nicht toll? Und so, oder eine so eine hier, guck mal. Und dann noch hier eine aus Leder. Boah, das ist toll. Das ist übrigens eine mit einer Textur. Ne? Da wurde eine Textur angelegt. Da kann ich noch, da wurde, also, soll ich das jetzt schon erklären? Warum nicht? Komm, machen wir es jetzt direkt. Bevor ich hier sage, wir machen alles später. Also, an dieser Kugel seht ihr ja, da wurde eine Textur drauf gebastelt. Das ist aber nicht einfach nur ein Bild, denn an diesem, wenn ihr mal guckt auf diese Reflexion hier, auf diese Highlights, ne, die ändern sich. Das ist nicht einfach nur ein Bild mit einer Highlight, sondern das ist tatsächlich in Echtzeit gerendert. Wie funktioniert das? Gute Frage. Und zwar teilen wir Dimension mit, was für eine Oberflächenstruktur die hat, wo es glänzen soll, wo es rau sein soll und wo es leuchten soll. Die einfachste Sache, wie man das verstehen kann, ist mit einem Beispiel. Machen wir also meins. Bauen wir uns mal eine neue Kugel. Weg mit denen hier. Winke, winke. Bauen wir uns eine neue Kugel rein. Da ist sie. Und jetzt nehme ich mir mal ein Bild. Die sind alle vordefiniert. Und öffne mal das Material. So, man kann nämlich entweder die, zum Beispiel die Rauheit selbst durch einen Regler einstellen oder durch eine Map oder eine Karte. Das gibt diesen Plus hier. Kann ich ein Bild reinziehen, zum Beispiel hier. Und dieses Bild ist so ein bisschen wie eine Ebenenmaske in Photoshop. Das sagt der Menschen, wo soll in dem Fall dieses Material rau sein und wo soll es glänzend sein. Ne? Das heißt, ihr seht, diese Streifen, die wurden hier angewendet. Und jetzt sind bestimmte Gebiete, die sind rau und andere, die sind glänzend. Das Ganze geht natürlich auch mit der metallischen Karte. Ich könnte auch sagen, ja, so, jetzt haben wir hier einen tollen Streifen. Und man sieht jetzt hier, manche sind rau und nicht metallisch, andere sind glänzend und metallisch. Je heller die Karte ist an einem bestimmten Bereich, desto mehr von dem Wert wird eingebaut. In dem Fall ist es jetzt schwarz und weiß. Es gibt natürlich auch Grauwerte. Das heißt, es kann nur ein bisschen rau sein, es kann nur ein bisschen leuchten, es kann nur ein bisschen sichtbar sein. Ich könnte auch das auf diese Streifen hier packen. Dann wird es durchsichtig. Ist das nicht cool? Pass auf, wir machen das. Gucken wir uns nur noch uns das an. Für den Rest des Streams nichts anderes. Ist das nicht toll? Hier, guck mal. Okay, so. Ich verschwende zu viel Zeit. Genau, das sind sogenannte Maps oder auch Karten und mit denen kann man ein Material anpassen. Und genau das wurde hier bereits getan. Ne, hier wurden bestimmte Bilder draufgeladen, für diesen Glitter zum Beispiel oder für dieses Eis. Da wurde eine, da haben Leute eine Rauheitskarte, das ist in dem Fall so ein Rauschen hier. Ne? Und das kann man in Photoshop zum Beispiel auch selber basteln, hier für Messing zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Super Sache. Okay, dann gucke ich noch mal kurz in den Chat, bevor es weitergeht. Adobe Marmor, ja. Fast verpasst, noch geschafft, hier vorbeizuschauen. Grüß dich, Thoralf. Kann man in Dimension auch Custom Environment Maps einbauen? Sehr geschickt für Concept Renders. vielleicht. Wer weiß. Wie muss ich mir die Blender-Dateien abspeichern, damit ich in Dimension öffnen kann? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Adobe Dimension unterstützt eine Menge an Dateiformaten und handlicherweise, praktischerweise, werden diese hier aufgelistet. Ne? Eine von denen muss es sein. Wir werden auch noch gleich ein eigenes importieren. Keine Angst, ich zeige euch, wie es geht. Okay, guti. Dann war das, genau, man muss entsprechend exportieren und dann kann man es einfach reinziehen und dann geht's ab. Alles klar, gut. Was würde ich jetzt sagen? Ach ja, es gibt zwei Materialien. Gerade eben haben wir uns die Adobe Standard Materialien angeschaut. Es gibt aber noch viel coolere. Es gibt nämlich die Substance Materialien oder wie es auf Deutsch heißt, Substanz Materialien. Diese sind nämlich besonders. Wie besonders? Schauen wir uns das mal an. Nämlich Adobe hat ja die Firma, die hier für Substance verantwortlich ist, gekauft, soweit ich weiß. Und praktischerweise können wir nun die verschiedenen Materialien, die es online auf source.substance3d.com gibt, auch erreichbar, glaube ich, hier unten irgendwo, hier so, wo ich gerade davor sitze, okay, hinter mir,
Da so, da ist ein Link, da kommt man zur gleichen Seite hin. Da. So. Und da gibt es jetzt, jetzt wird es wild, da gibt es richtig coole Materialien. Ich müsste mich mal anmelden. Kann ich mich anmelden, ohne meine Adresse einzugeben. Komm schon, Adobe. Und bam. Jetzt bin ich angemeldet und habe keine Punkte. Na, klasse. Okay. Hätte ich jetzt Adobe Stock Punkte, könnte ich mir welche kaufen. Habe ich aber nicht. Deswegen schauen wir uns mal die kostenlosen Assets an. Ne? Also insgesamt von den Kostenpflichtigen gibt es viele. Von den kostenlosen gibt es ein paar weniger. Aber da kommen auch immer neue dazu. Also keine Angst. Schauen wir uns das mal an. Free Assets. Jawohl. Und hier seht ihr schon, das ist eine ganz andere Liga. Ja, da haben wir nicht nur was Glänzendes. Nee, nee, da haben wir ganze Häuserwände. Zum Beispiel können wir uns hier mal anschauen. Wie wäre es denn, guck mal, Blätter. Wie wäre es denn mit dem da? So, hier, du, komm mal her. Kann ich mir jetzt angucken. Kann ich toll finden. Ja, guck mal hier, Fassade. Aber das ist was ganz Besonderes, denn das ist nicht nur einfach ein Bild oder sowas. Nein, das ist 100%ig einstellbar. Und ich rede nur, damit ich hier die Zeit überbrücken kann, während das lädt. Da haben wir es. Und jetzt kann ich mir das auf eine Plane packen. Und jetzt wird es kriminell. Pass auf, Leute. Erstens seht ihr hier, wie die Fenster glänzen. Ist das nicht toll? Na, Vorschau, Vorschau, Vorschau. Presets, coole Sache. Aber jetzt wird es krass. Pass auf. Ich kann nämlich alles, was ihr hier seht, einstellen. Den Regnern. Ich kann zum Beispiel sagen, soll das Glas rau sein? Soll es eher glänzen? Soll es dieser Rahmen, soll der metallisch sein? Soll der nicht metallisch sein? Ich kann die Farbe der Ziegelsteine ändern. Ja, ich kann einstellen, wie sehr variieren die sind. Ob die dreckig sein sollen, ne? Ob die rau und abgenutzt sein sollen. Ich kann sagen, wie viele Ziegelsteine da rein sollen und so weiter und so fort. Das geht alles. Und das meine ich mit, das ist eine ganz andere Liga. Das geht mit Adobe Standardmaterialien absolut nicht. Hier schon. Und jetzt wisst ihr auch, warum manche davon kostenpflichtig sind. Weil das ist ziemlich cool. Genau, das heißt, ich kann mir hier mein ganz eigenes Preset zusammenbauen. Und hier wirklich reingehen. Kannst Licht anschalten. Ist das nicht cool? Was, habe ich was verpasst? Ach so, nein, keine Angst, Ben. Man kann natürlich auch andere Materialien verwenden. Dafür ist der Mensch ja da. Ne? Also, ja, das ist nur eine Sache. Es gibt auch auf dem Handbuch gibt's ein paar Links, wo man noch welche finden kann. Das ist nur eine Sache. So, brechen wir das an dieser Stelle mal ab, weil sonst, sonst sitzen wir morgen noch da und ich bastle hier weiter an meiner Hauswand. Nein, also keine Angst, hier wird keiner gebannt, außer es kommen schlechte Witze. Müsst ihr mich selber bannen. Frechheit. Okay, cool. Das heißt, baut euch hier wirklich eure eigenen Sachen zusammen. Die könnt ihr euch hier runterladen als SBSAR, bitte. Das ist das Format, was der Menschen am besten unterstützt. Und der Vorteil ist auch daran, diese ganzen Regler hier, die tauchen in der Menschen selbst nochmal auf. Schauen wir uns das mal an. Nehmen wir uns mal nochmal ein neues Objekt. Hallo Kugel, da bist du. Und jetzt hole ich mir mal ein Substance-Material rein. Da sind sie. Nehmen wir mal, ja, Jeans. Jeans ist cool, eine Jeans-Kugel. Wer kennt sie nicht? Eine gute Kugel aus der Jeans gemacht. Da haben wir sie. Und jetzt sehen wir hier, wir haben so Jeans-Stoff. Ich werde den mal ein bisschen kleiner machen. Wiederholen heißt in dem Fall übrigens nicht, dass der sich wirklich wiederholt, denn wir erinnern uns, es ist keine Textur, das ist was anderes. Ja? Das heißt, wir werden hier keine wiederholenden Muster sehen, auch wenn ich hier sage wiederholen. Es wird einfach nur kleiner. Okay, sagen wir mal so, ja, das ist so Jeansstoffartig genug. Und die Farbe ist auch okay. Kann ich die Rauheit einstellen? Eine sehr glänzende Jeans. Okay. Oder eine sehr raue Jeans. Ich mache mal so ein Mittelding. Und jetzt das coole Ding. In dem Fall kann ich zum Beispiel hier einstellen, wie viele von diesen komischen weißen Linien, ne, dran auftauchen soll. Das kennt man jeder von der Jeans, wie abgenutzt die schon ist. Und von sehr bis gar nicht. Ne? Und genau das meine ich. Diese ganzen Parameter, die ja gerade im Browser aufgetaucht sind, die tauchen auch hier wieder auf. Man kann also die Materialien komplett anpassen. Gut. Weg mit der Jeanskugel. Schade.
Und schauen wir uns jetzt endlich mal an, wie wir denn unsere erste Szene in Dimension zusammenklöppeln. Das geht super einfach. Resetten wir mal die Kamera. Warte, hab ich es mir gemerkt? Steuerung B. Boah, ich bin Profi. Pass auf, jetzt geht's los. Ich würde gerne einen kleinen Werbebanner-Spot-Dings-Bums machen. Ne? Also eine kleine Szene für eine Werbung einer sehr bekannten Smoothie-Firma. Vielleicht erinnern sich ja die einigen oder anderen von euch noch an einen Stream vor geraumer Zeit mit der Julia zusammen. Da haben wir die Brand Identity für Smoothie gemacht. Ja? Und genau dafür würde ich heute gerne für ihre neue Line Smoothie aus der Dose würde ich gerne einen Spot, einen Werbung machen. Ne? Also bauen wir uns das mal zusammen. Dafür dachte ich mir, brauchen wir auf jeden Fall für Smoothie aus der Dose brauchen wir eine Dose. Glücklicherweise bietet Adobe direkt in den Standardmodellen Dosen an. Einmal mit Kondensation und einmal auch ohne. Jetzt brauche ich eure Hilfe, Chat. Welche ist besser, mit oder ohne Tröpfchen? Sagt mal eben Bescheid. Dann nehmen wir die nämlich. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Meine Güte, wir haben uns ja bis jetzt unterhalten, wie man sich hier so bewegt. Aber ich habe euch noch gar nicht erzählt, wie man Objekte selbst bewegt. Das geht ja gar nicht. So, pass auf. Wie bewegt man eigentlich Objekte überhaupt selbst? Ganz einfach. Also anklicken mit der linken Maustaste. Dann bekommen wir hier so ein tolles Gizmo. Das heißt wirklich so. Das ist in drei Achsen aufgeteilt. Die Y, die Z und die X-Achse. Dementsprechend auch farblich praktischerweise gekennzeichnet. Und mit diesen können wir unsere Objekte bewegen, skalieren und drehen. Auf drei verschiedene Arten und Weisen. Diese Pfeile hier oben, die bewegen die Objekte. Ja, das heißt, ich kann die hier anfassen. La 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 la. Und die Objekte bewegen die Sachen hin und her. Ich kann sie transformieren. Nein, das war ja schon transformieren. Transformieren. Jetzt habe ich einen Flachmann. Auch cool. Ja. Mit gedrückter Shift-Taste ist es natürlich proportional. Das ist wohl eher praktischer. Da haben wir die Kinderdose. Dann kann ich es drehen. Das geht über diese runden Dinger hier. Da kann ich es so... Hui! Ja, toll. Und eine letzte Sache noch. Dieses habe ich gerade eben schon verwendet. Das ist dieser Punkt in der Mitte der Böppel. Da kann ich es entlang einer Oberfläche bewegen. Das ist besonders praktisch, wenn jetzt zum Beispiel einen... pass mal auf jetzt ja. Oh, Tisch. Ja, Tisch mit Tischdecke. Praktischerweise auch genauso groß. Ja. Nehme ich mal die Dose. Jetzt kann ich die so auf den Tisch stellen. Habt ihr gesehen? Auf den Tisch gestellt. Crazy, ich weiß. Und das ist halt praktisch, weil dann muss ich jetzt nicht jedes Mal sagen, okay, ist das jetzt genau drauf? Oder? Nein, einfach hier so fertig drauf platziert. Genau das meine ich mit, dass der Mensch einfach ist. So, einfach geht's. Okay, jetzt haben wir das auf dem Tisch platziert. Ist das nicht toll? Wollte ich eigentlich gar nicht. Nehmen wir den Tisch mal wieder weg. So, haben wir das Ergebnis. Ohne, mit, ohne. Ich sag mit. Haha, ihr könnt mich... Nein. Mach mal ohne. Alles klar. Ohne. Weg mit dir. So. Dann gehen wir mal etwas näher ran an die Dose. Da ist er. So, ich hätte gerne zwei Dosen mit gedrückter Alt-Taste oder Optionstaste. Kopiere ich mir das raus, da haben wir sie. Und jetzt ordne ich mir die mal ein bisschen an. Die sollen so fresh crazy mäßig. So, wow, cool ist das nicht. So, und hier, ja, und Wahnsinn. Und so ein bisschen drehen ist das. Das wird crazy, Leute, ich sag's euch. So. Tada! Okay, jetzt haben wir die hier ein bisschen platziert und jetzt würde ich gerne noch so einen coolen Wasser-Dings da so. Boah, ne, weil, ne? Pass auf. Nee, wo haben wir ihn? Standardmäßig auch drin. Da, Klecks heißt er. Rein damit. Und da jetzt hoffentlich wird auch so langsam klar, was ich hier so ein bisschen vorhabe. Nein, so nicht. Der Menschen reißt dich zusammen. Ja, das ist schon besser. Mach mal Fenster zu den Nachbarn schon wieder. So. Ich, meine Güte.
Ja, okay, so. Ich würde mich gerne, dass das so ein bisschen durchscheint. So, pop noch einen zweiten Klecks hin. Jetzt wird's richtig crazy. Ja. So. Will ja auch nicht ewig hier verbringen. Ta-ta-ta-ta. Sehr gut. Dann verpassen wir den beiden mal noch ein Material. Ich glaube, es gibt sogar Wasser in den Standardmaterialien. Ja, da haben wir es. Wasser. So. Okay. Sehr cool. Nun haben wir noch zwei oder wahrscheinlich mehr als zwei Probleme. Denn für eine Werbung ist das äußerst generisch. Da würde ich schon ganz gerne ein Bildchen draufpacken. Und es geht auch. Ich habe nämlich schon mal... Kann ich es denn öffnen? Ja, kann ich. Tada! Ich habe mir im letzten Stream mit der Julia zusammen, haben wir schon mal das Label für Smoothie zusammengebaut. Rompenförmig im Abgang, macht einen schmalen Fuß. Und genau das Label hätte ich jetzt ganz gerne hier drauf gepackt. Und jetzt hat hoffentlich auch jedem von euch klar, warum Dimension so eine tolle Sache ist. Denn mit Dimension können wir uns ein Mockup erstellen, was in Photoshop zum Beispiel ein Riesenaufwand wäre. Ja, müsste ich dann das Label nehmen und das, dann müsste ich erstmal so ein Bild finden, ja, und dann müsste ich das da draufpacken und damit, nee, viel zu viel Aufwand und hinter dem Wasser, das ist, nee, so nicht. Stattdessen nehme ich mir also das Label und ziehe das einfach drauf. Ja, ja, ich ziehe es einfach drauf. Pass auf, jetzt wird's. Ja, da haben wir es auch schon. Ja, perfekt, danke vielmals, das war's für heute, tschüss. Nein, wir müssen es ein bisschen anpassen, denn der Mensch weiß natürlich nicht, wie ich das gerne gedreht haben möchte. Also drehen wir das mal. Mit diesem tollen Händel. Und skalieren es hoch. Mit der geteilten Shift-Taste kann ich es proportional hochskalieren. Da kann ich es bewegen. Und so. Ja. Ein bisschen weniger. So, ich will die beiden Streifen da noch haben. Ja, ja, oh, ah, mh. Und sowieso, überhaupt mit der gedrückten Steuerungstaste kann ich das mal feiner einstellen. Ist das nicht hübsch? Ja, da haben wir es. So, und schon habe ich mein tolles Label für Smoothie draufgepackt. Das Ganze machen wir jetzt direkt nochmal. Jetzt habe ich den Ordner schon geschlossen. Genial, wie ich bin, da ist er wieder. So, diesmal ein bisschen schneller, ich will ja nicht ewig hier sitzen. Ich hoffe, ihr entschuldigt, dass ich das nicht pixelperfekt mache heute, weil dafür habe ich die Zeit doch genickt. So, das muss reichen. Das ist ja eh nur im Hintergrund. So, da haben wir es. Okay. Gut. Dann fehlt eigentlich nur noch ein peppiger Hintergrund und ein bisschen Licht. Also, schauen wir uns das mal an. Wir hatten ja vorhin schon ein bisschen kurz über Hintergrund geredet. Da gibt es hier bereits ein paar voreingestellte. Wo kann man den einstellen? Nun, ganz einfach, ich klicke hier oben auf die Umgebung und kann den sagen, Hintergrund. Ich kann auch transparent machen, wenn ich möchte, aber das will ich nicht. Nein, ich will ein Bild haben. Und da nehmen wir jetzt mal irgendwas Einfaches. Hier, guck mal, oh, das ist doch toll, das ist ein toller Hintergrund. Ja, das Raster vom Boden nehmen wir mal raus und schon kommen wir der Sache doch näher. Jawohl. Okay. Dann bin ich fast damit happy. Jetzt schauen wir uns nur noch das Licht an. Pass mal auf. Licht. Da haben wir zwei Möglichkeiten der Menschen. Ich mache das mal ja alles zu. Das brauchen wir nicht. Weg mit dir. Es gibt gerichtete Lichter und es gibt Umgebungslichter. Die Umgebungslichter habt ihr gerade eben schon gesehen, denn... Ihr seht ja, hier kommen so Lichter und die müssen ja irgendwo herkommen. In dem Fall kommen die aus diesem Bild hier. Das ist mit Dimension standardmäßig mitgeliefert. Wenn man das nicht möchte, wenn ihr ein anderes haben möchte, könnte ich zum Beispiel hier in die Umgebungslichter reingehen und sagen, ich hätte gerne dieses hier oder dieses hier. Pass auf. Oder jetzt wird es ganz wild, dieses hier. Oder ein echtes Panorama. Das ist besonders dann praktisch, wenn ihr das Ganze in ein echtes Panorama verwandeln wollt. Das heißt, ein Objekt ist da, es ist wirklich in der Szene. Für unseren Fälle nehmen wir das jetzt mal nicht. Wir bleiben mal... das da. So. Okay, habe ich mich jetzt für dieses entschieden. Gut, dann kann ich sagen... Wie stark soll es sein? Licht an, Licht aus. Und ich kann es ein bisschen drehen. Ne? Kann ich ein bisschen in Szene setzen. Aber für meine Fälle soll das ausbleichen. Sehr gut. Okay, cool.
Dann die zweite Möglichkeit, die ich ja versprochen hatte. Es gibt nämlich nicht nur Umgebungslichter, die auf einem Kugelpanorama basieren. Nein, es gibt auch gerichtete Lichter. Denkt ein bisschen an Fotografie. Es gibt ein Hauptlicht, es gibt ein Fülllicht und es gibt ein Kantenherleit von hinten, ne? Das andere. Drei Lichter. Zum Beispiel. Gibt auch andere. Nämlich hier im gerichteten Lichter haben wir hier ein paar Voreinstellungen. Und ich könnte mich halt zum Beispiel hier für dieses Dreipunktlicht entscheiden. Das ist ein ganz bekanntes Studio. Lighting, Setup, anklicken, dann kommt das direkt rein und natürlich dann das Hauptlicht, Fülllicht und wie eben bereits erwähnt, Gegenlicht, nicht nur farblich, sondern auch von der Helligkeit, von der Drehung her, man da sieht auch die Schatten werden mitgeworfen, das kann man alles einstellen. Mache ich jetzt in meinem Fall nicht, denn ich habe der Höhle gar keine Zeit. Weg damit. Steuerung Z, um es wegzunehmen. Okay. Dann würde ich gerne noch den Schatten hier unten wegnehmen, weil das Ganze soll ja nicht wirklich auf dem Boden sein, es soll eher so in der Luft schweben. Ne? Also gehe ich mal hier auf die Umgebung und nehme die Deckkraft der Schatten raus. Ich könnte auch die Grundebene ganz wegnehmen. Ja, dann ist sie weg. Das ist praktisch übrigens noch, da kann man eine Spiegelung einbauen, wenn man möchte. Die sieht man jetzt in der Vorschau nicht, die sehen man nur gleich im Rendern. Genau. Apropos Rendern. Das ist eine Sache, die wichtig ist zu verstehen. Was wir jetzt gerade hier sehen, ist nicht das fertige Bild. Nein, stattdessen sehen wir hier eine Vorschau des Bildes. Kannst du das Wasser einfärben? Ja. Wollte ich aber nicht, da es, wenn es falsch gefärbt ist, sehr fragwürdig aussieht. Nee, weil Rot ist irgendwie blöd. Ja, dann sieht es aus wie der Kittel von gerade eben. Grün, gelb, nee, lieber nicht. Ich kann es einfärben. Nehmen wir ein tolles Dimension-Grün. Okay, warum nicht? So. Okay. Na, mal. Metallisches Wasser. Warum nicht? Hm. Würde ich sagen. Ach ja, rendern. Das Bild, was wir jetzt hier sehen, ist nur die Vorschau. Das eigentliche Bild am Ende, der Output, das wird anders aussehen. Denn der Menschen, damit wir hier in Echtzeit arbeiten können und das nicht immer so ewig hängt, muss es reduziert dargestellt werden. Das heißt, die Schatten sehen in echt nicht so aus, die Reflexionen sehen in echt nicht so aus und auch das Licht wird anders aussehen. Wie können wir das nun echt anschauen? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir können das hier in diesem Knopf hier direkt als Vorschau machen oder wir können es rendern. An sich passiert dabei zweimal fast das Gleiche, nur, dass in der Vorschau das den Vorteil hat, dass nicht jedes Mal das rendern muss. Schauen wir uns das mal an. Jetzt wird's witzig, denn es kann sein, dass mein Rechner jetzt einen Aufstand macht. Finden wir es heraus. Ja, ich habe mal drauf gedrückt. Und jetzt seht ihr auch sofort zum Beispiel, das Wasser sieht auf einmal ganz anders aus. Die Schatten sehen ganz anders aus. Ja, das Metall sieht komplett anders aus. Und jetzt wird hoffentlich so langsam klar, warum Rendern nicht automatisch und sofort passiert, weil das dauert nämlich eine Weile. Okay, ich nehme mal bei der Umgebung mich mal die Grundebene raus, dass der Schatten hier weg ist. Und ihr seht das hier, das mit den Punkten, die Dosen spiegeln sich ganz anders wieder. Und vorher, nachher, vorher, nachher, ist halt ein Unterschied. Okay, cool. Damit haben wir jetzt, tun wir mal so, als wären wir fertig, denn ich würde auch gerne was anderes zeigen. Also sagen wir mal, ja, das ist die tollste Szene meines Lebens. Was Hübscheres habe ich noch nie selbst gemacht. Und rendern war das Ganze mal. Okay, also rendern. Was gibt es da für Einstellungen? Nur ganz einfach, wir haben hier rechts einen Namen. Die Werbung. Ja. Dann die Qualität. Das ist auch das, was Ben gerade gefragt hat. Kann man die Pixel-Samples einstellen? Jawohl. Das ist genau das. Das ist in dem Fall die Qualität. Also ich kann da eine niedrige Qualität machen, dann rendert das relativ schnell. Ich kann es aber auch mit hoher Qualität machen, dann dauert das ein bisschen länger. Falls welche von euch der Menschen schon vorher verwendet haben, dann werdet ihr euch vielleicht an das Cloud Rendering erinnern. Das gibt es in der aktuellen Version nicht mehr. Haben sie rausgenommen, weil
Die Beta ist vorbei. Das ist Cloud-Rendering, wo ihr das Modell in die Adobe Cloud geschickt habt. Das gibt es derzeit nicht mehr. Ihr könnt nur noch auf eurem eigenen Rechner rendern. Okay. Sagen wir jetzt mal, für den Stream soll niedrig ausreichen. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten, das ist exportieren. Wir können sagen, wir hätten gerne eine Photoshop-Datei oder eine PNG-Datei. Je nachdem. Der Vorteil von der Photoshop-Datei ist, schauen wir uns gleich nochmal an. Ich habe natürlich bereits ein paar Sachen vorgerendert, dass wir jetzt nicht sitzen müssen. Der Vorteil einer Photoshop-Datei ist, dass ihr extra Ebenen bekommt, die sinnvoll sein können, wenn ihr das Bild noch weiter bearbeiten wollt. Falls ihr nur ein flaches Bild haben wollt, was ich für ein Mockup zum Beispiel, dann soll die PNG-Datei auch absolut reichen. Kann ich sagen, hier rendern, hoffen, dass mein Rechner nicht explodiert. Und dann dauert das einen Moment. Und dann seht ihr in der Vorschau, wie lange es dauert. Und wenn ihr wollt, dann könnt ihr hier auch unten eine Vorschriftsbehalten bekommen. Und dann seht ihr hier, ihr könnt auch einen Snapshot speichern vom aktuellen Status. Und das dauert. Warten wir? Nein, wir warten nicht. So, wir warten nicht. Das dauert zu lange. Ihr wollt ja sicherlich nicht sehen, wie der Fortschrittsbalken hier weiter vorgeht. Was passiert ist auf jeden Fall, dass stückweise das Bild immer weniger verrauscht. Hier seht ihr noch eine Menge Bildrauschen. Und je weiter ihr das macht, je länger ihr wartet, desto weniger verrauscht wird das sein. So, weg damit. Wenn man die Höhe des Modells verändert, wie macht man es, dass die Grafik nicht mit skaliert? Tut sie es denn? Ich habe es nicht probiert. Oh, das ist ja frech. In dem Fall Grafik erst danach drauf machen, vermute ich mal. Ich meine, du kannst die Grafik natürlich jederzeit noch eigens zusammenbasteln. Man kann sie hier öffnen und dann taucht die Grafik hier auf. Ja? Und dann kannst du die jederzeit nochmal neu platzieren. Und hier skalieren, das geht alles relativ einfach. Kann ich hier das Ding mal rausnehmen? Ja. Du kannst es wieder zurückmachen. Gut. Dann würde ich gerne noch eine zweite Sache zeigen. Also mit dieser Szene sind wir jetzt mal durch. Die fand ich super toll und auch wahnsinnig hübsch. Aber ich würde gerne was Neues machen. Denn, nö, speichern wir mal nicht, braucht man nicht mehr. Denn ich würde gerne zeigen, wie das mit den Hintergrundbildern funktioniert. Hatte, glaube ich, Ben, machst du das vorhin? Hast ja vorhin erwähnt, wie kann man das Ganze in eine Szene fotorealistisch einbasteln? Eine sehr gute Frage. Machen wir das doch direkt mal. Dafür hole ich mir mal aus den Bildern hier, hole ich mir mal zum Beispiel die Galerie rein. Das ist einfach nur ein Bild, das ist nichts Besonderes, da geht jedes Bild auch, was ihr habt. Ihr könnt einen Tisch nehmen, ihr könnt auch eigene Bilder nehmen, keine Frage. Und das Coole jetzt daran ist, wir können hier in diese Szene da Sachen einbauen. Zum Beispiel habe ich mir mal, wenn ich es vorbereitet hätte, hätte ich es auch direkt da gehabt, habe ich aber nicht, deswegen muss ich erstmal kurz suchen. Dimension Masterclass, da ist es. Ich habe mir mal von einer Seite ein 3D-Modell geholt und das Ganze hier auch schon mal reingemacht. Und nur zum Beweis, dass es eben geht, ich kann das Modell nehmen. Oh gut, das ist ein bisschen klein geraten. Hop, da ist es. Und das direkt verwenden. Das wollte ich damit zeigen. Das heißt, dieses Modell ist nicht von Adobe Stock, was übrigens auch tolle Materialien anbietet, die ihr, falls ihr es nicht wusstet, auf Adobe Stock unter 3D Assets findet. Da gibt es auch eine Menge, unter anderem kostenlose, aber auch kostenpflichtige, die ihr mit Stock Credits euch kaufen könnt. Ja, könnt ihr ja suchen. Gibt es Unmengen. 17.000 an der Zahl. Müsst ihr aber nicht nehmen. Ihr könnt auch natürlich von anderen Websites euch Modelle herunterladen. Schaut eben nur, dass das Dateiformat passt. Habe ich ja vorhin, glaube ich, mal erwähnt. Okay, ich habe mir also jetzt hier diese tolle Pflanze eingebaut, aber euch wird sicherlich aufgefallen sein, dass die Minute hätte ich auch warten können. Nein, wir haben nur noch 5. Euch wird sicherlich aufgefallen sein, dass von der Perspektive das Ganze noch irgendwie nicht so hinhaut. Die Pflanze steht nicht so wirklich auf dem Boden. Wäre es denn nicht wahnsinnig cool, wenn wir das automatisch machen könnten? Ja, können wir. Und zwar gehe ich mal auf die Umgebung und sage hier diesen magischen Button Bild angleichen.
Und dann sagte mir, was möchtest du tun? Möchtest du, dass ich die Arbeitsfläche skaliere? Ja. Möchtest du, dass ich Lichter erzeuge anhand dieses Bildes? Ja, bitte. Möchtest du die Kameraperspektive angleichen? Na, auf jeden Fall. Also, wenn wir alles richtig gemacht haben und es ging jetzt schnell, seht ihr sofort, das Licht kommt von der linken Seite. Adobe Sensei hat das erkannt. Ich nehme den Ordner hier weg. Adobe Sensei hat das erkannt und hat mir automatisch Licht eingebastelt. Das kann ich schon ein bisschen anpassen, weil ich sehe jetzt zum Beispiel, dass hier der Schatten in die andere Richtung geht. Sagen wir mal lieber so. Aber das ist doch schon ziemlich nah dran. Wahnsinn, oder? Hat also jetzt den Vorteil, ich kann diese Pflanze hier in diesem Raum echt platzieren. Und wenn ich mal in die Rendervorschau gehe, dann wird diese Pflanze auch deutlich besser aussehen. Der Schatten wird besser, ja. Und ja, damit kann ich es super weiterleben. Das heißt, ich kann mir hier meine tolle Szene zusammenbasteln aus verschiedenen Pflanzen. So zum Beispiel hier, ja. Jetzt wird es so realistisch. So, warte. So, und ein bisschen drehen. Und hier, da, und dann noch etwas Text rein. Und diesen Text kann ich auch bearbeiten. Ich will auch nichts reinziehen. Was ist denn da los? Bin auf die Taste gekommen. Dimension. Und dann kann ich den Text hier so drehen. Und dann hier noch ein bisschen platzieren. Und herunter skalieren. Und dann nochmal mit Materialien verpassen. Die Schrift halt einstellen. Alles, was man halt so tun möchte. Und mein tolles Rendering hier zusammenbasteln. Ich kann es wirklich jetzt was. Ganz crazy, eine abgeflachte Kante hinzufügen. Jetzt pass auf, hier so und dann diesen hier und dann wiederholen und dann noch ein bisschen dünner machen und dann die Tiefe noch ein bisschen so. Und ich denke mal, das Prinzip dahinter sollte wieder klar sein. Kann man meine Szene komplett zusammenbasteln und dann entsprechend mit einem Material, wie gerade eben schon getan, erwähnt, tun und sowieso verpassen, zum Beispiel in dem Fall Messing. Doll. Rendern. Oder Rendervorschau in dem Fall. Selten hübsch. Kann man da eigene Bilder einbauen? Ja. Werden die erkannt? Ja. Sofern es nicht komplett kompliziert ist, dann geht das auf jeden Fall. Das sind nur Vorschaubilder, die bereits standardmäßig dabei sind, dass man sofort loslegen kann. Aber du kannst da eigene Bilder einbauen, du kannst da machen, was du willst. Das geht alles. Und auch eigene Modelle natürlich. Es gibt auch eigene Materialien. Ja, eigene Lichter. Das geht. Okay, dann würde ich gerne noch zum Abschluss, also ich könnte es wieder rendern, ich würde gerne noch zum Abschluss einen kurzen Blick in Photoshop reinwerfen. Warum in Photoshop, fragt ihr euch? Ja, das ist ganz einfach. Ich öffne es mal. Hoffentlich die richtige Version und nicht die geheime Beta-Version. Ja, okay, das ist die richtige. Hey. Ist mir letztens passiert. Habe ich die Beta-Version geöffnet? Mit den geheimen Features. Photoshop, wo bist du? Da bist du. Ich habe nämlich schon mal... Ich habe da mal was vorbereitet, wollte ich noch mal sagen. Zack. So, der Menschen, winke, winke. Nein, ich brauche mal nicht. Und tschüss. Ich habe mir mal was vorbereitet. Vielleicht wisst ihr, woher das kommt, die Idee. Ja? Und das Ganze in diesem Fall mit der Einstellung Photoshop und auf höchster Qualität gerendert, damit ihr mal seht, wie das aussieht. Ja? Also ich habe genau wie gerade eben diese Dosen zusammengemacht, habe noch einen Aufkleber draufgepackt, noch einen zweiten, habe noch ein bisschen das Wasser, so wow, cool. Ja? Und jetzt habe ich, was ich gerade eben erwähnt habe, den Vorteil, dass ich hier mehrere Ebenen habe. Welche Ebenen sind das, fragt ihr euch? Das ist eine gute Frage. Da haben wir einmal, ich blende die mal alle aus, die Hintergrundebene. Gut, die braucht man nicht, weil wir haben hier eh ein Bild drüber. Dann kann ich hier noch das gerenderte Bild einfügen. Da gibt es zwei Versionen. Einmal, dazu zoomen wir mal hier ein bisschen ran und blenden mal dieses nervige Raster aus mit Steuerung oder Command H. Gibt es das rauschreduzierte Bild und es gibt das nicht rauschreduzierte Bild. Das generiert der Mensch automatisch. Wann man welches braucht, sei ganz euch überlassen. Ich entscheide mich mal hier für dieses. Das war nebenbei. Und jetzt kommt das Wichtige. Es gibt diese zusätzlichen Ebenen. Was kann man damit machen? Nun zum Beispiel,
haben wir hier eine Tiefeninformation drin. Das heißt, diese ist wichtig, wenn man zum Beispiel mit einem Filter nachträglich noch die Objekte scharf oder weich zeichnen möchte, basierend auf der Tiefe. Das heißt, ihr könnt dann ins Bild reinklicken und sagen, dieses soll scharf sein oder nicht. Das geht zwar auch in Dimension selbst, aber wenn man die Flexibilität dafür hat, ist es sehr cool. Dann gibt es noch die Objekte. Das ist praktisch, wenn ihr im Nachhinein mit dem Zauberstab bestimmte Objekte extra auswählen wollt. Und dann gibt es noch die Materialien. Da seht ihr hier die Dose oben. Zum Beispiel hat ein anderes Material als hier. Ja. Ich sag's mal so. Wenn ihr wisst, was das ist, dann wisst ihr auch, wofür ihr es verwenden müsst. Wenn nicht, dann ist das nicht schlimm. Dann braucht man es in den seltensten Fällen. Eine Sache noch, die ich noch loswerden möchte, denn es ist ja gerade schon um 5, merke ich. Hoppla. Es gibt mehrere Optionen, mit welcher Bittiefe man in Dimension exportieren möchte. Ich habe mal aus Spaß mit 32 Bit pro Farbkanal exportiert. Sieht man hier an dieser 32. Ja. Was und warum sollte man das tun? Denn jeder weiß ja, 32 Bit Bilder unterstützen nur wenige Filter. Zum Beispiel hier die Filtergalerie oder Liquify wird gar nicht unterstützt. Oder auch unter den Eigenschaften, wenn ihr einige nicht unterstützt. Warum will man mit 32 Bit exportieren? Meine Güte, warum? Der Grund ist einfach, denn mit 32 Bit habt ihr deutlich mehr Farbinformationen. Zum Beispiel schauen wir uns mal hier diesen Bereich an. Das ist komplett weiß und auch hier komplett weiß. Das ist nichts gut. Wäre es nicht wahnsinnig cool, wenn man dieses wiederherstellen könnte? Ha? Ja, das geht. Und zwar hole ich mir mal hier unter den Adjustments. Ich entschuldige mich für das englische Interface. Ich bin es nur, ich habe es vergessen umzustellen. Peinlich. Ja. Ich habe nämlich hier unter den HDR-Toning-Einstellungen kann ich aus dem Weiß wieder Details herausholen. Da sind sie. Ich stelle es mal auf 0 und gehe mal stattdessen mit dem Gamma runter. Dann sieht man es besser oder hoch. Ja? Ich kann, obwohl das ursprünglich komplett weiß war, Sachen herstellen. Und natürlich auch mit bestimmten Voreinstellungen hier, zum Beispiel gesättigt, kann ich hier bestimmte Einstellungen tätigen. Dieses Fenster taucht auch automatisch auf, das nur nebenbei erwähnen, wenn man zum Beispiel den Modus konvertiert. Das heißt, ich kann jetzt ein Bild, Modus und dann runter auf 16 oder 8 zum Beispiel. Dann kommt dieser Dialog auch. Und auch dann kann ich sagen, hier, ich hätte gerne, so. Und hätte gerne ein bisschen mehr Gamma. Ja. Und könnte das dann so umwandeln. Dann habe ich wieder mein normales 8-Bit-Bild und kann dann so weiterarbeiten. Das ist jetzt nur nebenbei am Rand erwähnt. Ich weiß, das war jetzt nicht der Menschen. Ich hoffe, ein bisschen Info war auch trotzdem cool. Genau. Jetzt kommt noch eine Frage, die ich an mich selber stellen muss. Hatte ich noch das andere Bild gerendert? Ja, nein, eventuell. Ja, ich habe es gerendert. Cool. Das war wenigstens mal noch. Dass ich mal wenigstens gezeigt hatte, wie ich mir das vorhin mal gedacht hatte. So, da ist es. Das hatte ich mal vorhin gerendert. Und eigentlich wollte ich noch dieses Bild hier zeigen, weil das einen coolen, unscharfen Hintergrund hatte. Das machen wir vielleicht beim nächsten Mal, denn wir sind am Ende unserer Zeit angelangt und will ich auch nicht länger hier halten, als es sein muss. Deswegen schließen wir den ganzen Spaß mal und gehen mal wieder zurück auf die große Kamera. Nicht erschrecken. Ich bin's. Ja, dann schaue ich mal eben noch in den Chat, schließe mal derweil alles, ob da noch welche Fragen auftauchen und ansonsten. Kann man da eigene Bilder, achso, habe ich schon beantwortet. Kann man ein komplettes Spiel damit bauen? Ja, also du kannst dir ein eigenes Spielfeld rendern, ja, das geht. Das heißt aber jetzt nicht, dass du das wirklich spielen kannst. Ja, also es ist nicht das Gleiche. Das ist kein fertiges Spiel, was am Ende dabei rauskommt. Man kann, das erkläre ich vielleicht am Mittwoch, ich habe nämlich am Mittwoch nochmal auf Englisch eine Masterclass mit 90 Minuten Zeit, da werde ich so ziemlich das Ähnliche wie jetzt erzählen. Wer schreibt denn hier schon wieder? Seid ihr mal ruhig hier. Beenden. So. Am Mittwoch habe ich eine Masterclass auf Englisch, im englischen Stream, da werde ich das meiste nochmal so erzählen, aber noch ein bisschen mehr in die Details reingehen, unter anderem auch diese Online-Funktion. Man kann nämlich 3D-Szenen auch online zeigen und euren Freunden schicken. Aber das, was du gerade eben fragtest,
ein komplettes Spiel bauen? Ja, theoretischerweise schon, aber du kannst es halt nicht spielen. Jedenfalls nicht wirklich. Okay, was war noch? Jetzt habe ich es verpasst. Ja, das ist schade. Wenn es dann noch was wie ein Replay geben würde. Ah. Kann man alles zerlegen und dann Stand wieder zusammensetzen? Ja, genau. Kannst du Sachen auseinandernehmen und wieder zusammenbasteln. Das geht alles verpasst. 16 Uhr ist nicht meine Zeit. Via Lucia, hast du denn schon abgestimmt? Hm? Na, hast du schon? Hast du schon abgestimmt? Warte mal. Ich guck mal, ob ich mal eben gerade die Umfrage mal anschauen kann, wie es gerade steht. Ich darf das Ergebnis zwar nicht sagen, aber ich kann mal gucken, ob noch Gleichstand ist. Nein, das ist kein Gleichstand mehr. Okay, interessant. Also, abstimmen. Falls ihr es nicht gemacht habt, im Discord ist der Link dazu. Wie dann das Ergebnis feststeht, glaube ich, sage ich euch am Mittwoch. Glaube ich. Muss ich mir immer fragen. Okay, was habe ich noch verpasst? Ding, ich hatte wieder Menschen. Ja, auf jeden Fall angucken. Geh nach Animationen. Nein, geh nicht. Nur ein Einzelbild. Ich meine, okay, du könntest Stop-Motion machen. Ja, also rendern, ein Stück bewegen, wieder rendern, ein Stück, aber nee, das würde ich nicht empfehlen. Okay, ich glaube, ich habe damit alle Fragen erwischt. Falls ihr noch weitere Fragen habt, dann immer her damit. Achso, gibt es bei den Pixel Samples nur die drei Einstellungen? Ja. Aber es würde dich natürlich niemand davon, meine Nase, sorry. Es würde dich niemand davon abhalten, die Szene zu exportieren in einem normalen Format und dann in deinem Lieblingsprogramm zu rendern. Das geht. Ja? Okay, mal jetzt, glaube ich, habe ich alle Fragen erwischt. Falls nicht, wie gesagt, im Discord bin ich noch da. Den Link dazu findet ihr unter der Videobeschreibung auf Behance. Und damit wünsche ich euch allen einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Denkt dran, Umfrage ausfüllen, falls ihr es noch nicht getan habt. Link dazu ist im Discord. Und am Mittwoch, oh, das ist eine gute Sache. Was gibt es denn eigentlich am Mittwoch? Ach ja, am Mittwoch gibt es dann die Adobe Rush Masterclass mit der Sophia. Bis dahin. Macht's gut, wir sehen uns und tschüss.